Jahr gibt es fast deutschlandweit einen wunderschönen Winter. Es sind minus 10 Grad, es gibt ein bisschen Schnee und so einen schönen Winter gab es, glaube ich, das letzte Mal vor 12 Jahren im Dezember. Wir haben es Mitte Dezember und es ist hier oben auf dem Sollingturm eisig kalt. Es geht eine leichte Brise und deswegen habe ich mich ganz dick eingepackt hier mit zwei Daunenjacken, einen dicken Fleece-Pullover und einen Schal über Mund und Nase, sonst ist mir die Luft immer zu kalt. Dann eine etwas dickere Mütze und hier diese Kapuze. Dann habe ich gerade auch zwei Wärmepads in die Schuhe getan. Also die sind nicht super warm, die Pads, aber die heizen ein bisschen und es ist definitiv besser als nichts. Dann habe ich hier noch den Tee, der wärmt natürlich auch ein bisschen. Und ich habe hier so ein Hitzepad, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Das hat ja so ein Plättchen drin, wenn man das umknickt, dann wird das ganz warm und hart. Und dann kann man das in kochendem Wasser wieder flüssig machen und dann wieder verwenden. Für den Fall der Fälle, wenn es wirklich zu kalt wird. Weil wenn man einfach stundenlang in der windigen Kälte rumsteht, dann kühlt man einfach unglaublich aus. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man durch den Wald marschiert oder durch die Gegend. Es ist 7:45 jetzt, glaube ich, mittlerweile. In einer halben Stunde dürfte die Sonne über den Horizont steigen. In die Richtung liegt Uslar. Ja, also wunderschöne Nebelstimmung hier wieder. Er ist ein bisschen höher, der Nebel, als das letzte Mal, als ich hier war, auch schon ein paar Monate her. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie das hier noch weitergeht mit der Lichtstimmung.
Heute werde ich hier mit ganz zauberhaften Licht und wunderschönen Motiven verwöhnt. Zum Beispiel die Bäume vorhin an der Wiese. Da hat sich ja ein schöner Baum an den nächsten gereiht. Im Sommer habe ich dieser Wiese auch schon mal einen Besuch abgestattet, aber habe diese Bäume nicht gesehen. Wurden wahrscheinlich vom Laub verdeckt. Hier sinkt der Nebel und steigt im stetigen Wechsel. Gerade war ich hier im Freien und jetzt ist er wieder angestiegen. Zauberhaftes Licht hier, Sonnenstrahlen, die Sonne wird immer stärker in den Bäumen vor mir. Wunderschön, da muss ich jetzt gleich mal umdrehen und ein Foto machen. Und mit etwas Glück hält sich der Nebel heute im Solling vielleicht sogar den ganzen Tag. Ich weiß noch nicht, ob ich heute so lange mache. Mein Tee ist auch aufgebraucht und jetzt habe ich nur noch kaltes Wasser. Aber ich habe einen Campingkocher dabei und kann das Wasser erwärmen und neuen Tee kochen. Den zeige ich euch auch noch nachher. Ist ein richtig cooler Kocher, finde ich. Ultraleicht Spiritusbrenner. Und ja, jetzt heißt es erstmal wieder Fotos machen und schnell das Licht nutzen, bevor der Nebel wieder absinkt. Jetzt ist hier Tea Time in der Sonne angesagt und die wunderschöne Sonne genießen. Ah, ist das ein Bussard? Oh, da fliegt er. Toll. Hallo. Jetzt landet er da am Baum. Nee, fliegt weiter. Na gut. Ja, der Campingkocher ist natürlich hier ganz unten vergraben. So. Hier ist das gute Stück.
alles in diesem Topf von der Marke Flat Cat Gear aus Amerika. Die wissen übrigens nicht, dass ich das hier vorstelle. Ich bin auch nicht gesponsert oder so. Ich bin einfach nur schwer begeistert von dem Teil. In diesem Topf befindet sich das komplette Set. Hier haben wir einen Windschutz mit einem Knopf hier versehen. Den kann man aufmachen und das dann hier wieder einknöpfen. Das Material ist Aluminium. Ich glaube, mittlerweile haben die auch Titan. Das würde ich heute wählen. Link ist in der Beschreibung unter dem Video, wo man diesen Topf auch erhalten kann. Hier ist so eine Bodenplatte. Die kommt zuerst auf den Boden. Und ja, hier im Schnee natürlich praktisch, dass der Spirituskocher dann nicht weiter durchsinkt im Schnee. Und im Sommer auch praktisch, dass der Boden davor geschützt ist, zu entflammen. Und dieser Windschutz ist dann gleichzeitig der Stand für den Topf. Da muss man hier noch den Hering durch die beiden Löcher hier fummeln. Und dann kann man den Topf hier reinstellen. Hier wird er von den Henkeln gestützt und hier vom Hering. Der Abstand zum Spirituskocher ist genau ausgerechnet mathematisch und hat wohl den perfekten Abstand. Und ja, hier habe ich noch Streichhölzer. Und hier in der Capri-Sonne habe ich den Spiritus drin. Das ist halt so eine der leichtesten Verpackungen, die ich finden kann, um Gewicht zu sparen beim Wandern. Und Spiritus ist auch sehr dünnflüssig, aber dieser Verschluss, der ist dicht genug und der Spiritus läuft da nicht aus. Wären das jetzt so minus 15 Grad, dann könnte es Probleme geben, diesen Spiritus anzuzünden. Ich glaube, da gibt es noch eine andere Art von Spiritus, die auch in kälteren Temperaturen entflammbar ist. Jetzt sollte das aber kein Problem sein. Manchmal kann man das gar nicht so gut erkennen, wenn es so grell ist, ob der Spiritus jetzt brennt oder nicht. Ich glaube, jetzt brennt er. Oh, jetzt habe ich ihn wieder ausgeblasen. Ja, das war natürlich nicht so schlau. Ja. So, jetzt brennt er aber wieder, glaube ich. Ja. Ja, ist echt schwer zu sehen. Ja, und ich schätze mal, das dauert jetzt knapp 10 Minuten. Bis der Topf mit Wasser hier anfängt zu kochen. Tee, Schnee und Sonne. Eine ganz feine Sache. Da hinten kann ich auch noch Nebel durch die Bäume sehen. Prost! Ich hätte wirklich wissen können, dass sich der Nebel heute den ganzen Tag halten wird. Und ich hätte mich besser vorbereiten sollen. Jetzt habe ich schon fast die gesamte Verpflegung aufgegessen, habe nur noch einen halben Powerriegel und ein bisschen Tee. Es ist 1:30 und ja, bald geht die Sonne auch schon wieder unter.
Ich möchte wieder zum Sollingturm hoch und freue mich da dann den Sonnenuntergang mit dem Nebel zu fotografieren. Das sehe ich wirklich ganz selten, was ganz Besonderes. Auch eigentlich nur in den Wintermonaten gibt es sowas. Und ich habe aber auch schon den zweiten Akku leer geschossen oder fast leer von der Kamera. Es ist nur noch ein Balken übrig. Und ja, dann kann ich mit der Kamera auch nichts mehr fotografieren oder filmen. Da muss ich jetzt versuchen, das Beste draus zu machen. Deswegen filme ich mich gerade mit dem Handy. Ja, schauen wir mal, was da noch geht. Ich hoffe, die Kamera geht nicht gleich aus. Der Akku hat schon angefangen zu blinken, der letzte Balken. Ich habe die Batterie vorher hier in meiner Brusttasche am Körper aufgewärmt. Hoffe, das reicht. Trick 17. Und die Sonne verschwindet gerade hinter ein paar hohen Wolken am Horizont, die auch recht dicht sind. Und es sieht so aus, als ob es deswegen keinen schönen Sonnenuntergang geben wird. Ich habe auch noch keine Fotos gemacht. Die mache ich dann gleich im Anschluss. Hoffentlich. Ja, das war heute wieder eine ganz besondere Wetterlage. Eine klassische Invasion. Unten im Tal, im Nebel, eisig kalt. Und über den Wolken, auf den Gipfeln, deutlich angenehmer. Ja, also das war ein ganzer Tag Naturfotografie im Solling, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, der jetzt zu Ende geht. Das soll es gewesen sein. Was auch immer ihr tut, habt einen wunderschönen Tag. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr noch mehr schöne Natur sehen möchtet. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss!